Was ab? Hallo liebe Freunde, schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Ich muss hier draußen gerade rumschreien, ob das die Leute komisch finden. Ich weiß es nicht so genau. Hier zum Beispiel rechts, da läuft jemand vorbei. Da oben sind Leute bei mir in der Wohnung. Kann man das erkennen? Kann man nicht so. Da ist der Fahrer, der das Trinken reinholt. Da oben sind noch mehr, meine Schwester unter anderem. Ich habe heute ein neues Thema. Zack, da bin ich wieder. Hallo. Ich finde heute erstmal wieder, das Wetter ist gut. Schon mal sehr, sehr gut. Thumbs up. Bin hier auf meinem alten Kirchplatz, wo hier mittlerweile ganz schön die Party abgeht im Sommer. Ganz schön viele Sitzplätze. Das war hier früher komplett leer. Da sind hier überall so voll die Party-Area geworden, seitdem ich hier wohne. Die Leute wissen, was gut für die ist. Mein Thema heute, ein sehr ernstzunehmendes Thema. Sonst weiß ich wieder nichts mit Starcraft 2 zu tun, was sich aber heute Abend bzw. morgen ändern wird. Denn, was mache ich? Ich fahre heute nach Berlin. Und Naruto nehme ich mit, Cloud nehme ich mit, das heißt StarCraft 2 ist vorprogrammiert, ich werde die Kamera auf jeden Fall mal ein bisschen benutzen. Morgen auf der IFA sind nämlich die EPS-Finals, darüber wollte ich gleich noch ein bisschen mehr reden. Thema, eine gute Tat. Ihr sollt eine gute Tat tun. Tutet dies. Und das Thema finde ich sehr wichtig, denn ich habe gestern, dieses Thema ist mir gekommen, als ich gestern Muffins geschenkt bekommen habe von einer netten Dame. Und dachte, guck mal, das machen Leute einfach so, weil sie einfach mal nett sein wollen. Und dann habe ich überlegt, wie sieht das denn bei dir aus? Und ich behaupte immer von mir, ich bin ein sehr hilfsbereiter Mensch. Wenn ich sehe, dass jemand gerade Hilfe braucht, ja, und jetzt bringe ich einfach mal ein paar Beispiele. Eine alte Omi muss die Treppen hoch zum Zug, zum Gleis mit einem Koffer oder mit einer schweren Tasche. Oder jemand geht gerade einkaufen und kriegt die Taschen nicht nach Hause. Oder als ich mal bei meinem Vater auf dem Weihnachtsmarkt gearbeitet habe in Leverkusen, da ist so eine Oma einfach umgekippt. Dann habe ich ihr natürlich geholfen und dann den Arzt, was war das, Notarzt oder so, angerufen. Und dann habe ich mich um die gekümmert, habe die gestützt und so weiter, mit der geredet. So Geschichten halt. Oder was sind noch gute Beispiele, wie man jemandem helfen kann? Ja, Freunden aus der Klemme helfen. Und ohne den Hintergedanken zu haben, dass man irgendwas dafür verlangen muss, wenn man es einfach macht, weil man es gerne machen möchte. Und da solltet ihr einfach mal, das will ich euch mit auf den Weg geben. Was tut ihr so Gutes? Habt ihr vielleicht schon Gutes getan? Man soll sich deswegen natürlich nicht selbst loben und sagen, boah, ich bin so der Geilste, weil ich sowas Nettes mache. Aber viel wichtiger ist natürlich, dass man überhaupt mal drüber nachdenkt, was man Nettes tun kann. Und es gibt, glaube ich, jeden Tag gute Möglichkeiten, eine gute Tat zu tun. Also wenn man gerade viel unterwegs ist, draußen und in der Stadt unterwegs ist, oder ja, Zivilcourage halt auch wichtiges Thema. Das heißt, im Prinzip, wenn jemand irgendwie Hilfe braucht, dem auch zu helfen, wenn es macht, und man sich nicht selber zu sehr in Gefahr bringt. Das ist wichtig. Ich habe ein gutes Beispiel, wie es manchmal nicht funktionieren kann. Deswegen bin ich übrigens heute auf diesen Platz gegangen, denn ich war vor 4 Monaten auch da oben an meinem Fenster, ja. Rausgeguckt, ich weiß gar nicht warum. Frische Luft geschnappt, hab einfach mal aus dem Fenster geguckt, wie so die alten Menschen machen mit ihrem Kissen. Und dann lehnen die sich so da drauf und gucken so. Ah, es läuft schon hier draußen wieder, kann ich irgendein kleines Kind anschreien? Hab erstmal kein kleines Kind gefunden. Dann sah eine alte Frau, die mit 4 schweren Taschen gerade vom Einkommen war. Wirklich, die war schon wirklich alt. Die war so 70, 75 älter, ich weiß es nicht. Und ich sehe das von oben. Und was mache ich? Renn sofort runter, ja? So, die war ungefähr hier, ja? Hier so ungefähr. Hier stand sie. Ja, ja. Und ich dachte mir, okay, rennst du mal runter, hilfst du der Frau. Renn runter, geht zu ihr hin, so ganz vorsichtig und langsam, so, Entschuldigung, kann ich Ihnen vielleicht helfen bei den Taschen? Kann ich da helfen beim Tragen? Guckt sie mich an, voll sauer. Meckert mich voll an. Ich denke mir so, was ist denn hier los mit ihr? Ist sie bescheuert? Und ich denke so, ich wollte nur helfen. Ich so, Entschuldigung, ich wollte Ihnen nur helfen. Ist mir egal, jetzt hau ich einfach ab. Und scheucht mich so richtig weg und denkt mir so, was ist das denn für ein Blödsinn? Da willst du mal nett sein und dann kriegst du direkt eine Strafe dafür. Kann ja auch nicht so das Richtige sein. Sowas passiert, lasst euch aber deswegen nicht runtermachen. Und sagt einfach, okay, beim nächsten Mal wird vielleicht jemand die Hilfe wieder annehmen. Gibt natürlich immer Zeit, wo das mal nicht funktioniert. Ja, denkt mal drüber nach, was für gute Taten kann man machen? Vor allen Dingen das Wichtigste, macht das, ohne Hintergedanken zu haben. Macht das, weil ihr was Gutes tun wollt und nicht, weil ihr was verlangt, auf der anderen Seite wiederzubekommen. Wenn man Gutes tut, kriegt man irgendwann automatisch auch mal was Gutes zurück. Manche Leute geben immer ein bisschen mehr als der andere, das gehört dazu. Kann man leider nicht ändern. Das ist einfach so ein bisschen so, wie das Leben läuft. Aber ich glaube, man kann da ein gutes Gewissen haben und fühlt sich viel besser. Das ist mein Thema für heute. Habt ihr schon was Gutes getan? Was habt ihr so Gutes getan? Oder wurde euch auch schon mal was Gutes getan? Und ja. Wie ist das Thema entstanden? Ich habe Muffins bekommen, die verdammt lecker geschmeckt haben. Und dann dachte ich mir, das Thema nehmen wir heute mal mit und kann euch was Gutes mit auf den Weg geben. Darüber hinaus heute 17 Uhr. Ich bin leider nicht dabei. Die Poker30.com Liga, da haben wir Morrow gegen Socke.
Die beiden spielen gegeneinander. Salt wird damit am Start sein und Nemesis, die beiden Castners. Also das passt natürlich sehr gut. Ein Zerg, ein Protoss. Und das im Best of 10. 17 Uhr, TakeTV.net. Einschalten, auf die Seite gehen, auf jeden Fall draufschauen und richtig Gas geben. Ich fahre dann nach Berlin mit Naruto und Cloud. Also sind zwei Italiener unterwegs insgesamt. Zwei halbe und ein ganzer. Morgen werden wir die EPS fallen in St. Carsten. Mit Naruto werde ich das Ganze casten. Ich glaube, es fängt so 21:45, 10:30 in der Früh an. Aber es geht natürlich auch bis in den späten Nachmittag, frühen Abend, so 18 Uhr oder so. Und Samstag genau der gleiche Spaß. Samstag fahre ich dann direkt um 18, 19, 20 Uhr direkt wieder nach Hause von Berlin übrigens. Das ist ja auf der IFA, das ist die nationale Funkausstellung. Wenn ihr in Berlin oder in der Nähe wohnt, kommt gerne vorbei. EPS Finals mit am Start. Fahr zurück. Sonntag cast ich dann die GoForce Darkrai 2 Sonntagscup. Und da ist der Salt natürlich mit am Start. Ich hoffe, ich konnte euch dieses Thema schmackhaft machen. Denkt mal ein bisschen drüber nach, was hier man so Gutes tun kann und was euch vielleicht auch Gutes widerfahren ist. Und habt da was mitgenommen. Ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß. Schaltet immer wieder ein, www.taketv.net. Wenn ihr alle wichtigen Shows wissen wollt, wir haben alles eingetragen und sind ja oft in letzter Zeit mit Doppelstreams unterwegs. Ich wünsche euch jetzt noch was. Bis dahin.